In Sylt waren die Punks los. Ja? Und das fanden die Inselbewohner natürlich nicht so toll. Und ich verstehe das komplett. Natürlich, ich meine, überleg mal, die ganzen Punks würden jetzt alle nach Magdeburg kommen. Ja, wäre schrecklich, oder? Und da dachte ich mir, Moment mal, wenn das jemand in Angriff nehmen könnte, ganz ehrlich, bin ich das? Als Sylter, ne? In Magdeburg, hier auf den Straßen, ne? Sommer 2022. Die einst so idyllische Insel Sylt wird von Punks überrannt. Doch ein Mann des Reichtums, der Schönheit und der Ambitionen ist gekommen, um sich seine Insel wieder zurückzuerobern. Und da komme ich ins Spiel, ne? Ich bin nämlich extra angereist von der Insel, aus Sylt, ne? Von Insel TV bin ich heute, ne? Und ich glaube, an mir wird es heute liegen, dass Magdeburg ein wenig dekadenter wird, damit die ganzen Punks, das Pack, schön hier in die Landeshauptstadt ziehen, ne? Sprechen die eigentlich auf Sylt so? Egal. Moin. Ja, hallo. Waren Sie schon mal auf Sylt? Noch nie. Noch nie? Sehr gut, so gefällt mir das. Ich war nur auf der Nachbarinsel Föhr mal. Das ist okay, das ist schön. Das ist okay. Und wir haben mitgekriegt, dass Intel jetzt nach Magdeburg kommt. Und da erwarten wir uns jetzt sehr viel Reichtum von der Stadt hier. Wenn Sie jetzt reich wären, wann würden Sie sich als erstes holen? Lambo oder Porsche? Ein neues Pferd. Du bist nicht mit 9-Euro-Ticket nach Sylt letzten Sommer? Nee. Du bist einer von den Guten. Dich mag ich. Moin. Haben Sie jetzt nur Millionen abgeholt oder nur 100.000? Geringverdiener. Moin. Haben Sie auch pochierten Hummer mit Kaviar? Haben Sie? Enttäuschend. Sagen Sie, haben Sie auch was von Armani? Nein. Haben Sie nicht? Ja, dann kaufe ich nichts. Und wir wollen die Punker jetzt nach Magdeburg bringen, weil Magdeburg wird jetzt reich und schön. Ne? Wir haben jetzt auch eine Punkerin dabei. Na, hallo? Na, was wären so deine Ideen? Wo könnte sie jetzt ab nächsten Jahr ihr Zelt hier aufspannen und mit ihren 10 Kumpels hier so einen drauf machen? Welche Orte wären da am besten hier in Magdeburg? Stadtpark. Stadtpark, ja. Also Zelt weiß ich nicht, aber die Insel. In der Insel übernachten, ne? Insel kennen wir. Ja. Wo in Ulvenstedt, da treffen sich immer beide Seiten. Da würde ich mit Ihnen jetzt gerne mal einen anstoßen. Und mit einem Säckchen können Sie sich fühlen wie ein Sylter dann. Ne? Oh, ja. Prost, ja. Auf Magdeburg, Wohlsein. Auf Sylt und auf die Punker. Ne? Auf die Punker. Punker. Wir haben eine kleine Plakataktion vorbereitet, ne, für unsere Kampagne. Na, Magdeburg so ein bisschen dekadent zu machen. Gucken Sie mal, was halten Sie denn von dem Ersten? Otto fährt Porsche. Wie findest du? Ja, ist vielleicht mehr so für die Leute, die andere Parteien wählen, oder? Willst du nicht die FDP? Nee. Ach, echt nicht? Nee. Warum reden wir denn überhaupt? Ach ja, mal was Neues. Ja. Dann haben wir das Nächste. Otto hasst Geringverdiener. Finde ich weniger positiv. Warum? Der hasst sie nicht. Sondern? Der... Ja, überlegen Sie selber, ne? Würde Ihnen vielleicht noch einen Porsche spendieren. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Ich komme aber aus Barleben, das muss ich dazu sagen. Ne? Also, also Dorf. Sind da mehr Geringverdiener oder mehr ordentliche Menschen? Ordentliche Menschen, wenn man das so bezeichnet, auf Barleben ist ein teureres Pflaster als Magdeburg. Sehr gut, dann ziehen wir auch nach Barleben. Und dann haben wir noch eins, Magdeburg 2023. Wie finden Sie das? Nee, das ist nicht meins. Ist nicht Ihres, warum das nicht? Ja, aber lieber in Magdeburg als bei uns auf Sylt, die ganzen Punker. Ja. Das sieht gut aus. Kannst du dir das so vorstellen nächstes Jahr? Ich stell dir vor, das wäre so das Rathaus. So alle vorm Rathaus auf dem alten Markt. Ich find's cool. Oh je. Das hängen wir überall auf. Das geht dann im Internet auch ein bisschen, Social Media. Dann sehen die ganzen Punks das und kommen ab nächstem Jahr hierher. Wie viele Kapazitäten hätte so Magdeburg? Wie viele Punker könnte Magdeburg so ab nächstem Jahr aufnehmen? Schwer zu sagen. 4.000, 5.000, 6.000 sage ich jetzt mal. 4.000, 6.000, das ist eine gute Zahl. Das merken wir uns. Ja. Ja, das kaufe ich mir nächstes Jahr. Ja, Freunde, ich bin zuversichtlich. Sagen wir mal so, ich habe Hoffnung, ne, dass wir nächstes Jahr sektschlürfend auf unserer Yacht die Elbe entlang fahren und damit zurück ins Studio. Ja,
4.000, 5.000, 6.000 Punker nächstes Jahr in Magdeburg. Kann man machen, oder? Let's go. Ja. Du wolltest doch nicht schon wieder hier ausmachen, das Video. Du Geringverdiener, du. Weiter gucken. Hier geht's zum nächsten Video. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren. Erstmal.